Alter, er macht ja richtig Auge. Alter, was ist das? Ja, okay, das, ja, alles klar, wissen wir schon mal Bescheid! Mein Gott! So, Leute, es geht los! Ja, die zweite Woche fängt an mit neuem Content zu Plants vs. Zombies Battle for Neighborhood. Freunde, ich hoffe, euch geht's gut, ja? Auf der PlayStation 4 mit mir, eurem Whitey-Freunde. Und ihr seht es schon, Faunas Geschenk Nummer 2 ist da. Schrägwald ist verfügbar und Teamsieg ist da. Wow, okay. I'm very, very gespannt. Okay, als erstes geben wir unser Geschenk abholen. Als erstes geben wir unser Geschenk abholen. Hallo, Rux. Ja, her damit, Ruxi. Nee, 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 nee. Yeah, ultimativer Starship. Hart wie Stein. Wieso steckt, kann ich doch gar nicht lesen, Alter. Ja, korrekt, geile Sache. Neues Outfit, Freunde, ja, neuen Skin für unseren Champion. Für unseren All-Star. So, aber wir wollen jetzt hier rein. In Wilding Woods im Schrägwald wollen wir rein. Moment. Ich hab alles weggedrückt. Ja, ich hab alles weggedrückt. Ich erwarte mal. Erzählt er mir das nochmal? Du musst dich Fürchterbaum stellen, bevor mein U-Boot vom Fischer drüber. Fürchterbaum, dieser. Nee, Freunde, das hat nicht Fabrik gegangen. Willst du ihnen helfen? Ja. Wollen wir helfen? Auf jeden Fall. Okay. Gut, Leute. Also, wie auf der anderen Seite haben wir 50 Kisten, 24 goldene, 3 Diamanten. Marshmallows gibt es hier. Hier sind die Skins, die wir hier belohnungsmäßig bekommen. Okay. Cool. Gut, Schrägwald. I'm ready. Mit dem U-Boot. Ah, ich bin richtig gehypt. Ich schwör's euch, ich bin richtig gehypt. Ich habe mich so auf den Tag heute gefreut. Ich habe extra nichts aufgenommen, damit ich voll motiviert jetzt in den Abend reingehen kann. Ehrlich, kein Scheiß. Hochmotiviert, Freunde, hochmotiviert. Okay, finde Zombies in der Z-Tech-Fabrik. Da vorne ist schon was, warte mal. Was war das? 18 Baumstämme. Ah, auf der anderen Seite konnte man Videokassetten. Hier sind es Baumstämme. Okay. Okay. Einmal kurz. Lass mich kurz hier schauen. Okay, alles klar. Okay. Nice. Was haben wir da vorne? Ein Lagerfeuer? Röste Marshmallows, da kriege ich bestimmt einen Gartenzwerg, denke ich mal. Mhm. Genau. Okay. Gut. Leute, da ist die Telefonzelle. Passt. Okay, wir fangen hier an. Gehen wir zum Wichtigen. Mal gucken, was er sagt. Hallo. Hey, sprich mit mir, wenn du leben willst. Okay. Ich bin Izzy, Pfadfinderleiterin und Abzeichensammlerin par excellence. Kleiner Überlebenstipp, Grünschnabel. Halt dich von den Z-Tech-Fabrik-Zombies fern. Die sind ein wenig, ach, schräg. Und nicht auf eine witzige Art wie ich. Folge einfach nicht dem Weg zur Fabrik, da passiert dir nichts. Naja, wir müssen da ja hin. Okay. Hey, ich hab mir doch das Auto. Wo ist er? Da ist er. Ja, du willst jetzt zur Erbse? Komm her. Bam! Das ist jetzt so gedacht, ne? Mike?
Mike, bist du's? Ich bin's. Mike. Mike? Mike, ich bin's, der Ego. Mike. Mike guckt aber grimmig. So, Matschkürbis ist weg. Hier drin haben wir nichts. Okay. Na gut, umschauen tun wir uns ja sowieso hier noch genug. Mit dem Baumstamm war ja auch nur Zufall des Todes. Dann sammeln wir schon mal alles ein, denn man kennt mich. Ah, denkst du dir auch so, ne, du blöde Blume? Nice. Okay. So, ist das hier der Weg jetzt zu Z-Tech? Ist das... Gehen wir mal von außer... Ah, da, Z-Tech. Okay. Hier ist die Z-Tech-Fabrik. Da sind auch eine... Ach, guck mal da. Sind wir easy peasy zu finden hier, ne? Sind aber echt einfach zu finden, oder? Wehe, du machst dich groß. Der Baum, guck mal, der Baum! Der Baum sich jetzt so geschüttelt hat, weiß nämlich keiner. Okay, also muss ich jetzt mit dem Allstar da reden? Ich denke mal ja, ne? Dummy, warum nur ließ ich dich in der tödlichen Fabrik zurück? Oh, entschuldige. Ich bin Kleatus. Wie lange stehst du schon da herum? Du suchst Fürchterbaum? Du willst bestimmt in die Fabrik. Schon okay. Das ist ja bloß der Ort, an dem beste Freunde von Fürchterbaum gefressen werden. Kein bester Freund. Kein Problem, nicht wahr? Okay. Nein, ich wollte ja nicht mehr mit dir reden. Hier ist die Z-Tech-Fabrik. Da muss ich hin. Okay. Na gut, ich laufe jetzt hier lang. Okay, ist irgendwo ein Gartenzwerg. Aber da gehen wir da hin. Ne, da gehen wir jetzt nicht drauf. Mal jetzt erstmal die Story. Ringelblume? Was kann die denn? Ah, ist wieder... Ist das... Kann das sein, dass die wieder Schatz-Yeti ist? Ne? Ja, ne? Das könnte schon möglich sein, dass die wieder Schatz-Yeti ist. Aber, ey! Jetzt haben wir sie. Was sind das denn hier für Viecher? Alter! Was ist er denn? Alter, er macht ja richtig Auge. Alter, was ist das? Ja, okay. Das, ja, alles klar. Wissen wir schon mal Bescheid? Gott! Alter, was ist denn mit ihm nicht richtig? Wahrscheinlich irgendwann mit dem Gartenzwerg zu tun.
So, 2 plus 2 gleich Mathe, oder nein, ich werde schlauer. Hier ist er doch. Augenkontakt, check. Alles, Hallo sagen, check. Begrüßung abgeschlossen, check. Ich muss mit dem wahrscheinlich reden, ne? Ich bin Otto Hobbs, der ZTech-Bereichsleiter für Aufgaben. Kein Termin, kann nicht reden, hab zu tun. Bin bei meinen Hauptaufgaben ausbrennen und multitasken. Schon wieder total im Verzug. Und diese dumme Kultan-Hänger huldigen lieber ihrem falschen Idol, als mir oder den anderen Bereichsleitern zu helfen. Schwitz, schwitz, schwitz. Moment, du hilfst den anderen Bereichsleitern? Gut. Finde die Leiter der Geschäftsbereiche Hirn, Plünderung, Faktologie und Affenquatsch. Sie gehören zum mittleren ZTech-Management und kümmern sich um Kämpfe, die für Dr. Zombos nicht wichtig genug sind. Ah, jetzt bin ich mit all meinen Aufträgen im Verzug. Ich brauche Marshmallows. Wenn ich mich wie Dummi ausstopfe, erledigen die Kultanhänger? Ach, die Kultanhänger! Meine Aufgaben, dann schaffe ich vielleicht noch alles. Ich gebe dir coole Ausrüstung dafür, okay? Tut mir leid, dass ich keine Zeit habe zum Quatschen. Nächstes Mal mit Termin. Da ist der. Okay, das ist der Käufer. Alles klar, weiß ich Bescheid. Okay. Alles klar. Gut. Willst du etwa nicht das Kult-Anhänger dazu bringe? Meine Aufgabe? Ja, ja. Okay. Jetzt muss ich mit dem reden. Bleib weg, ich will mit dein Klugheit anstecken. Zombie-Fremder, wir brauchen Hilfe. Bitte sag, dass du dumm genug sein, um zu... ich dumm, ja. Okay, Wurzel allen Übels. Fürchterbomber Dummi, den Anführer des Kults, gefressen. Zeig dem Kult, wie dumm und kultig du bist und erledige die Fürchterwurzel, die Dummi gestohlen hat. Medaille, kaputter Ghetto-Blaster, 5010 Marshmallows. Okidoki, machen wir. Erste Aufgabe, Wurzel allen Übels. Ich bin's Tim. Wir sind so traurig, unser Anführer Dummi ist fort. Er gefressen vom Fürchterbaum. Kein Dummi, wir werden klüger. Gestern han ich Buch gegessen und schlaues Wort gelernt. Plumpe Überleitung. Also warum bist du hier? Du wirst gegen Fürchterbaum kämpfen. Der ist überall. Bäume, Wurzeln, sogar Mülleimer. Alles Fürchterbaum. Siehst du die große Wurzeln? Das ist er. Eine von den Wurzeln hat Dummi im Fürchterbaum's Maul geworfen. Aber wenn du Fürchterwurzel besiegen kannst, kannst du vielleicht den ganzen Fürchterbaum besiegen. Ja, das mach mal. Dann kommen wir. Komm wieder und wir reden. Alles klar, du Pfanne. Ah. Okay, es geht los. Ach, das sind die Dinger, ne? Ach, das sind Wurzeln. Krass. Bam, nice. War's das schon? Okay. Na gut. Du hast es geschafft, Fürchterbaums Wurzel besiegt. Vielleicht ist es doch nicht unmöglich, diesen Baum zu bezwingen. Und gegen Fürchterbaum kämpfen ist so eine dumme Idee. So, so dumm, das mag I. Wenn du Dummi rettest, helf ich dir. Okay. Ich han einen göttlichen Ghetto-Blaster, aber der ist kaputt. Wenn I den repariert krieg, kann ich Fürchterbaum ein Schlaflied spielen. Auch die Wurzeln von Fürchterbaum werden damit müde. Dann kannst du an seinem Mund ran und Dummi retten. Ich nenne den extra Dummi, ne? Das ist euch klar, ne?
Das ist euch klar, ne? Ich den Dummi nenne, ne? Nimm kaputten Ghetto Blaster, ich kann reparieren, aber du musst 3 fehlende Teile finden. Heilige Batterien, Schlafliedkassette und coole Sticker. Andere schlauere Zombies können dir helfen, die Teile zu finden. Frag die durch. Wow, das ist ein schlauer Plan. Oh, wow, wow. Ich werd langsam klug. Schnell, rette Dummi, damit wir wieder dumm sein können. Und bring mir keine Marshmallows. Die Fluffigkeit erinnert mich an Dummi. Bring sie zu Otto Hobbs. Oh Mann, ey. Dumm trifft dümmer. Ja, ich merke das schon, ey. Okay, mit wem müssen wir denn als erstes reden? Mit dem hier? Nein. Und mit dem da vorne, okay. So, dann nehmen wir auch noch mit hier. Irgendwie sind die Sachen hier nicht so gut versteckt wie auf der Pflanzenseite, muss ich sagen, ganz ehrlich. Naja, wir warten mal ab. Ich denke niemals nach. Das ist deine Gabe. Okay. Ich sehe, du suchst nach etwas. Du hast diese suchenden Augen. Darf ich dir helfen? Bitte. Eins werden mit der Dummheit. Nur die wahrhaften Dummen sind der heiligen Batterien würdig. Tauch in die Leere deines Geistes hinab und zeig, dass du würdig bist, auch wenn es seltsam wird. Okay. Na komm. Ich bin treu R.R. Gebena. Dummis größter Fan. Ich meine Jünger. Ich liebe ihn. Ha, Witz, nicht wirklich. Er ist praktisch der Anti-Dr. Zombos. Bescheiden, rot und einfach perfekt. Als ich Dummi in mein Herz und meinen Geist ließ, war das der beste Moment aller Zeiten. Du suchst nach den heiligen Batterien. Schluck, du wirst du mit dem Ghetto Blaster nutzen, um Füchterbaum zum Schlafen zu bringen, nicht wahr? Also, da musst du Dummi hereinlassen. Das ist die einzige Möglichkeit. Oh, ich helfe dir. Ich bin super darin, die Köpfe für Dummi zu öffnen. Ich habe sogar, mein Gott, einen Geistöffner. Schau her. Komm, ich öffne mal schnell deinen Geist. Ich bin Dummi, dein Fremdenführer. In dieser dummen Traumsequenz als er... So schnell kann ich doch gar nicht! Fuck, ich habe mich überhaupt nicht für die Ziege entschieden! Diese Bücher stehen für dein Wissen. Vernichte sie alle. Wo? Wo? Ach, hier. Gott. Nimm das, Wissensgesellschaft. Yeah. Okay. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Auf deinem Weg zur Dummheit. Folge mir. Gott, ey. Diese Pflanzen sind... Habe ich es nicht erst doch gesagt? Habe ich euch nicht erzählt, dass der Pilz OP ist? Ich habe euch das doch gesagt, oder? Das ist doch nicht mehr normal! Das ist doch nicht mehr normal! Das ist doch nicht mehr normal! Aber das war gut. Du bist ein Künstler. Ja, Dummi, mach. Ich muss Dummi anbeten. Und jetzt stell dir das dümmste Ding vor, was du, das du beschützen könntest. Ganz recht. Dummi, schütze sie.
Um der Dummheit, mein Gott. Dumm ist gesund. Das auch noch mit dieser. Mit diesem Drumherum, ey. Wisst ihr, wie es. Dumm. Von wo? Von wo? Ich glaube, ich habe keinen Kraftstoff mehr. Denn noch? Da hinten ist ein Pilz. Ja. Was kommt jetzt? Jetzt erledige die klügste aller Pflanzen, den Ma- Oh nein. Mike? Bist du es, Mike? Mike? Kürbis zum Appendippeln, Alter, ich auch nicht. Kürbis zum Ab. Kann ich hin, ja, ne? Warte, nein! Mike! Mike, bist du? Da ist Mike. Ich sehe es im Gesichtsausdruck, es ist Mike. Mike, tu das nicht! Dumm gemacht. Komm und bewundere mich. Wo bist du denn? Wieder den Dummi anbeten. Nächste Lektion. Denke nicht an deine größte Angst. Dass Mike nochmal wiederkommt? An was habe ich denn gedacht? Ja, es stimmt. Das, ohne Scheiß, es stimmt tatsächlich. Ja. Die größte Angst, von einem Schnapper gefressen zu werden, das stimmt. Als ob das Spiel das weiß, ne? Als ob das Spiel es einfach, als ob das Spiel mich kennt. Als ob das Spiel mich kennt. Wahnsinn. Wahnsinn. Als ob das Spiel mich kennt. Heftig. Krass. Ich habe echt Angst vor meiner Schnapperallergie, habe ich echt. Dass die wieder austritt. Mir juckt schon die. Richtig schön dumm. Schau bei mir vorbei für deine letzte Prüfung, okay? So, Dummi anbeten. Die letzte Lektion. Stell dir den dümmsten Ort auf der Welt vor. Oh Gott, ey, auf ihn drauf. Wenigstens gibt das XP. Ach so, ich wollte schon gerade sagen, ich weiß nicht genau, was ich machen muss. Aber oben steht es, ja, 40 Stück erledigen.
bis jetzt ist das ja noch easy, ne? Also. Also ich muss echt sagen. Oh, scheiße. Mach nicht so große Töne, Whitey, Alter. Aber der war ganz geil. Was ist denn jetzt passiert? Was? Warum? Alter. Nein! Oh mein Gott, ein Schnapper! Bam! Ja, nein! Bam! Oh, schön! Nummer zwei! Bada, nein! Bam! Dein Geist ist wahrhaft entleert und somit bereit für die heiligen Batterien. Aber erkennst du es nicht selbst? Sie waren die ganze Zeit in dir. Jedem das seine, ne? Da werde ich echt dumm bei, Alter. Ich glaub's nicht, ey. Ah, ist schon lustig gemacht, muss ich sagen. Ist schon lustig gemacht. Ich habe auch Batterien in mir. Hab ihn vergessen. Finde die anderen Teile. Machen wir, Freunde. Aber das Ganze erst in der nächsten Folge. Ihr wisst Bescheid. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, lasst ein Abo oder aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Und wenn ihr Bock habt, dann sehen wir uns gerne nächstes Mal wieder. Bis dann, alles Gute. Haut rein, euer Whitey. Dankeschön. Ciao.